Roll behandelt von einer ganz und gar fatalen Familienkonstellation. Zwei Brüder, die nicht miteinander können. Eine Frau, die zwischen den beiden hin und her gerissen ist. Der Vater, der das verursacht hat, mit dem Schicksal hadert, wie es weitergehen soll. Ist es auch nicht so, dass Verdis Theaterinstinkt dazu führt, dass seine Musik diese Facetten in eine kurztheatrale Form in 10 Minuten erzählen kann, ohne dass du eine Geschichte vorher brauchst? Nun zittere, falsche Menschheit, deine Strafe wird dies ereilen. Was ich liebte, das will ich hassen. Morgen und heute sind mein Gesetz. Erstmal lässt es sich sicher nicht trennen, ob es eine private oder eine politische Geschichte ist, sondern das hängt immer zusammen. Trotzdem ist es interessant, dass die Räuber, also die Schillerschen Räuber, sehr oft als großes politisches Drama gesehen werden, als Drama kurz vor Ausbruch der Französischen Revolution. Und wenn man sich es genau anschaut, kommt man drauf, es ist eigentlich ein privates Drama. Die Revolution, die Karl macht, den Aufstand, den Karl macht, ist nur ein Protest, ein Aufschrei gegen eine ungerechte Behandlung, die er empfindet. Auch suche mich an, unseliger Vater, denn Reiter sind Mörder. Das Orchester, was bei einer Arie spricht, im Rezitativ und in der Begleitung von Arien, erzählt ja immer ganz viel über das, was in den Menschen passiert. Das heißt, die Musik kommt ja aus den handelnden Personen. Das muss man ja immer wieder, man muss eine Empfindung versuchen zu evozieren. Die Person atmet aus, ein, empfindet irgendwas und dadurch entsteht eine Art von Orchesterklang, Orchestermelodie, stoppt das Orchester. Das heißt, dass die Szene quasi führt ganz tief hinein in die Psychologie der Figuren. Wenn Franz im Bilde kommt, ist die tiefe Lage des Orchesters gefordert. Posaunen, Hörner. Wenn Amalia im Bild kommt, sind es die hohen Holzbläser. Und er hat es so genial ausorchestriert, dass die Psyche von der Orchestrierung unbewusst bei den Zuhörern verbunden wird mit Solisten auf der Bühne. Und diese Schattierungen in der Orchestrierung, diese kleinen Kontraste findet man im Detail. Wenn mir das gelingt, glaube ich, haben wir einen guten Verdi hier. Was sagen uns die Räuber heute? Es ist diese Art von Familiengeschichte, die wir in uns tragen, von Generationen vor uns und weitergeben an die nächsten Generationen. Und natürlich finden wir uns auch in der Zeit jetzt wieder, in der wir das Gefühl haben, dass viel in Bewegung ist, zum Guten wie zum Schlechten, aber dass viele Fragezeichen unserer Gesellschaft eben da sind, die das System, was bei uns herrscht, hinterfragen und dieses Gefühl, auf das man auf der Suche ist nach einer Veränderung, die auch ganz viel Gewalt evoziert und ganz viel Aggression hervorbringt, was man ja eben wieder bei Karl und wieder bei seinen Räubern findet, wo diese Art von diesem gewaltigen, destruktiven Protest ja durchaus zu spüren ist. Ich glaube, das finden wir sehr bei uns wieder, auch in unserer Zeit wieder. Der Mann, der kämpft für das Recht, der Schwachen und Armen, auch der Mann, der kämpft für die Ehe.